Ja, Ingmar, 2-0 gewonnen, schweres Stück Arbeit. Du hast noch eine Stimme, das wundert mich. Also sag was. Ja, ich denke mal, unterm Strich war das ein verdienter Sieg. Ja, aber wir haben uns von Anfang an, gerade in der ersten Halbzeit, sehr schwer getan, kamen mit dem Platzverhältnis nicht so zurande, haben zu viel lange Bälle gespielt. Ich denke mal, zweite Halbzeit haben wir ein bisschen uns den Platzverhältnissen angepasst. Ich sag mal, dass wir auch ein bisschen Kurzpass spielen. Und dann hat es auch direkt besser geklappt. Ja, also ich denke mal, unterm Strich war es dann auch verdient. Aber den Ball mal aufs Tor schießen aus 25 Metern in der ersten Halbzeit ist vergessen worden. Ja, haben wir einmal gemacht mit dem Güven und dann wurde es auch direkt gefährlich. Das haben wir auch dann direkt in der Halbzeit angesprochen. Ja, aber ich denke mal, unterm Strich, gerade zweite Halbzeit, haben wir mit der Einwechslung vom Sammy. Ja, da freut es mich ganz besonders, weil wir ihn halt mal eine Pause gegönnt haben, weil er halt die letzten Spiele nicht so zum Zug kam, auch in Torabschlüssen reinkam. Ja, und er hat die super Antwort gegeben, ja, mit zwei Treffern. Also für mich freut es, gerade für ihn freut es mich am meisten. Nächste Woche auf dem Trainingsprogramm auch Ecken, die waren ja heute alle, ja, über den Wolken. Ja, bis auf die ersten beiden. Die ersten beiden waren ganz vernünftig, danach war es halt schlecht. Wobei, wenn mich nicht alles täuscht, war es wieder eine Ecke, ja. Aber ich denke mal, war ein klarer Torwartfehler. Aber Tore passieren halt meistens durch Fehler und ich denke mal, da haben wir direkt mal reagiert und nachgestochert. Ja, der Suno geht gerade hier vorbei. Ich wusste gar nicht, dass er so tödliche Pässe spielen kann zu einer eigenen Abwehr, aber was war denn da los kurz vor Schluss? Ja, das ist halt immer die Gefahr. Ich sage, wenn man jetzt 1-0 führt, lange führt, das Spiel auch bestimmt und dann ist immer irgendwo ein bisschen die Angst im Nacken, dass jetzt mal irgendwo einer durchrutschen kann. Und das war halt diese typische Situation, die auftreten kann. Aber ich denke mal, da haben wir jetzt mal ein bisschen Glück gehabt dann in der einen Situation und haben zum Glück nochmal einen nachgelegt. Nächste Woche Nettetal, die haben letzte Woche überraschend gewonnen, haben sich offensichtlich verstärkt. Was erwartet euch da? Kunstrasen, glaube ich, auch? Ja, Kunstrasen auf jeden Fall. Und ich denke mal, auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Also da müssen wir auch wieder alles abrufen. Ja, wenn wir dazu nicht in der Lage sind, werden wir es da auch schwer haben. Alles klar, dann viel Erfolg und einen schönen Sonntag noch. Hier, danke.